Deutschlands Amateurkeeper glänzen im Strafraum. Das sind die besten Paraden der Saison 17-18. Platz 10 geht an den Schneekönig aus dem Ruhrgebiet. Stefan Virus entschärft diesen herausragenden Freistoß glänzend. Am Ende muss er mit seinem SV Bochum Vöhde jedoch eine 1:3 Kreisliga-Niederlage gegen den Polizeisportverein Bochum hinnehmen. Parade Nummer 9 ist ein blitzschneller Hechtsprung von Ron Meyer vom FC Viktoria Köln 2. Ein absolutes Highlight bei der 3:4 Derby-Niederlage gegen die zweite Mannschaft von Fortuna Köln in der Landesliga. Den 8. Platz belegt VfL 93 als Herrentorwart Reuter Czewski mit seiner Flugschau beim schnell ausgeführten Freistoß des SC Condor aus Hamburg. Trotz der späteren 2:3 Niederlage zeigt er, auch die alten Herren haben es nach wie vor drauf. Platz 7 geht nach Frankfurt und zwar zur SG Rot-Weiß. Hier rettet Keeper Riste Spirov in Manuel Neuer Manier. Dennoch muss er sich am Ende mit 1:3 im Hessenliga-Duell gegen den Sportclub Hessen Dreieich geschlagen geben. Auf Rang 6 hat es diese Doppelparade von Kevin Hoge geschafft. Der Schlussmann der SG Blankenburg verhindert krabbelnd den Gegentreffer in der Berliner Bezirksliga Staffel 1. Ein absoluter Hingucker. Aus dem hohen Norden kommt unsere Parade Nummer 5. Yannick Heuer vom HSV 3 ist gleich doppelt zur Stelle. Damit hält er obendrein das 0:0 in der Oberliga Hamburg gegen den TSV Buchholz 08 fest. Ein echtes Talent. Eine Glanztat jagt die andere, so auch in der Hauptstadt. Platz 4 geht an diese unfassbare Dreifachparade von Stefan Flauder von Tennis Borussia Berlin. So bringt man Gegner zum Verzweifeln. Rang 3 und damit die Bronzemedaille geht nach Hamburg. Valentin Pimpels vom FC Buchholz überragt im Testspiel gegen die Profis vom HSV. Trotz dieser grätschenden Glanztat kann er die 0:4 Niederlage nicht verhindern. Parade Nummer 2. Wir bleiben in der Hansestadt. HSV U21 Schlussmann Morten Behrens vereitelt gleich zwei Hochkaräter des Lüneburger Sportclubs. Am Ende steht jedoch eine knappe 2:3 Niederlage in der Regionalliga Nord zu Buche. Trotzdem ein verdienter zweiter Platz. Gold und damit Platz 1 geht an diese unglaubliche Flugschau von Paul Kissler vom FV Biebrich 02. Und nicht nur gegen Germania Schwanheim ist er erfolgreich, er und sein Team belegten am Ende einen soliden 5. Rang in der Verbandsliga Hessen-Mitte. Herzlichen Glückwunsch!